Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Gäste, zu unserem Experten-Talk mit dem Fokus EMS im Rahmen des ersten Expertenforums von Bodylife Medien. Wir sind hier in Ettlingen in unseren schönen Räumlichkeiten und freuen uns, dass wir hier zusammen über dieses sehr spannende und hochaktuelle und letztendlich auch doch brisante Thema sprechen, diskutieren. Jetzt haben wir einige Experten neben uns sitzen, die extrem kompetent sind, sehr viel Wissen und Erfahrung auf sich vereinigen und durchaus manchmal auch die eine oder die andere Position vertreten. Ich darf Sie erstmal kurz namentlich vorstellen, bevor wir dann noch mal ein bisschen weiter ins Detail einsteigen und das Thema EMS dann hoffentlich breit und intensiv diskutieren werden. Natürlich auch gerne mit Fragen aus dem Publikum im Anschluss. Ganz zu meiner Linken ist Christian Guzin von Talking Heads Consulting. Dann Dominik Bessler von X-Body. Dann der Philipp Acucel von Schwa Medico. Zu meiner Rechten bereits gehört Keynote Speaker und Chefarzt und EMS-Experte Professor Dirk Fritzsche, Herzchirurg seines Zeichens. Und dann kommt Frank Thomas, auch Experte für EMS-Training. Und ganz außen ist Sebastian Autenried, Geschäftsführer einer PT-Lounge und auch versierter, ausgewiesener EMS-Experte, vor allem im Bereich Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung tätig. Das mal die wirklich kompetenten Leute hier heute. Ich bin nur der Fragende und muss zum Glück keine Antworten geben. Ich würde sagen, fangen wir mal in die andere Runde kurz mit einem kleinen Statement jeweils pro Person an. Haben wir so ein bisschen vorher besprochen gehabt in unserem langen, ausgiebigen Vorgespräch. Ja, Sebastian, was ist deine Rolle im Bereich EMS? Genau, Mikro brauchen wir dafür. Dankeschön. Ich bilde seit 2010 EMS-Trainer aus, bin nebenher noch selber Betreiber von einer PT-Lounge, habe also auch noch Endkunden, die ich betreue und bin so ein bisschen das Bindeglied zwischen Wissenschaft und Wissensvermittlung dann an die Menschen, die da draußen Leuten bei ihren Problemen helfen, also bei den Trainern, und freue mich ganz arg, heute hier zu sein. Dankeschön. Frank. Ich bin Sportwissenschaftler und habe mit EMS gar nichts zu tun gehabt, seit ich vor 4 Jahren mit diesen kabellosen Systemen in Kontakt gekommen bin und das mit meinem normalen Training kombinieren könnte. Bin Mitinhaber von einer Fortbildungsagentur, habe dort auch ein Format dynamisches EMS-Training, auch 2, 3 eigene Gyms, wo ich jetzt in den letzten 4 Jahren fast 10.000 Einzeltrainings durchgeführt habe. Dirk? Ja, ich bin eigentlich berufsfremd, bin aber mit dem EMS-Training seit 2003 verbandelt, als ich meine Frau für ihr Unternehmen, ein physiotherapeutisches Unternehmen, 3 EMS-Geräte kaufte. Am Anfang habe ich gedacht, na, ob das wohl gut geht, hatte nur Fragezeichen auf der Stirn und habe mich seit dieser Zeit eigentlich beschäftigt mit der Wirkung von EMS auf Patienten, wie herzkranke Patienten, Diabetiker, Hypertoniker, habe darüber auch einige Arbeiten geschrieben. Allgemein wird mir auch zugeschrieben, dass ich wohl das erste kabellose und trockene EMS-System erdacht und erfunden habe. Das stimmt insoweit auch. Und in der Gegenwart bin ich mit keiner Firma mehr verbunden, bin also frei von Interessenskonflikten, habe aber noch das eine oder andere Thema, was ich gerne noch abarbeiten möchte, im Zusammenhang EMS und Patienten. Dankeschön, Dirk. Ja, schnapp dir das Mikrofon bitte. Philipp, das war bei dir. Ja, ich komme von der Firma Schwa Medico, Steamerbell. Für die bin ich zuständig. Wir vertreiben EMS-Geräte, Ganzkörper-EMS-Geräte, unter anderem an Geschäftskunden, an EMS-Studios, sowohl als auch Physiotherapeuten. Unser Gerät ist medizintechnisch zugelassen und wir vertreiben sie auch an Endkunden zu Hause. Dominik? Ja, mein Name ist Dominik Bessler. Ich bin ja, mit der EMS-Branche auch schon ein bisschen länger unterwegs. Ich habe an Anfang 2003 schon mit einer Firma, wo wir lokales EMS gearbeitet haben, angefangen und bin mittlerweile für die Firma X-Body zuständig für die komplette Firmenentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, und wir haben uns zur Aufgabe gestellt, dass wir mit unserem kabellosen und auch kabelgebundenen System, unser System ist also als Hybridsystem beides möglich, einfach den EMS-Trainer verschiedenste Möglichkeiten und verschiedenste Konzepte anbieten wollen und dafür die verschiedensten Geschäftsbereiche Lösungen anbieten wollen. Und wir haben halt auch nur, aber auch nur ein rein professionelles EMS-Gerät, was nur im Bereich Studios und Lösungen, Physiotherapie etc. angewandt werden kann. Dankeschön.
Christian. Mein Name ist Christian Muzin und ich stehe quasi auf der komplett anderen Seite im EMS-Bereich, wo es mal nicht um Ausstattung, nicht um Geräte, nicht um Training geht, sondern um den wirtschaftlichen Erfolg von Studios. Ich bin Coach, Berater und Trainer, schon längere Zeit in der gesamten Fitnessbranche, habe seit 2004 das Thema EMS für mich entdeckt, selbst 4 Studios gehabt und möchte jetzt meinen Beitrag dazu leisten, eben die Studios wirtschaftlich erfolgreich zu machen. Herzlichen Dank, Christian. Wir haben im Vorfeld länger gesprochen. Diejenigen, die schon von Anfang an hier dabei waren, haben es gemerkt. Wir haben eine intensive Vorbesprechung gehabt. Ist auch ein bisschen das Wesen unseres Events, dass es innerhalb dieses Marktsegments durchaus auch mal wirklich hinter verschlossenen Türen zur Sache geht, auch Sachen gesagt werden, die vielleicht sonst nicht in der Öffentlichkeit auftauchen. Aber hier wollen wir durchaus möglichst vieles davon wiedergeben, uns auch darüber austauschen, was wir alles da vorhin auch diskutiert haben. Du hast, lieber Sebastian, ja einen guten, sehr guten, breiten Marktzugang, auch nicht industriegebunden, sondern neutral. Vielleicht kannst du uns erstmal einen kleinen Überblick geben, haben wir so angedacht, was sich denn gerade alles tut und wie sich dieser Markt zwischen Kunden, zwischen Endverbrauchern und Anbietern, den Service-Providern derzeit gestaltet. Zunächst ist es höchst spannend, gerade auch für mich, zu sehen, wer alles in den Ausbildungen dann drin sitzt und sich über EMS-Training wirklich fundamental dann auch informieren möchte und sich ausbilden lässt. Das wiederum ist ein Zeichen dafür, dass die Nachfrage auf dem Markt wächst, denn wenn keine Kunden da wären, dann wäre auch nicht so viel Trainerbedarf da. Und momentan freut es mich sehr, dass es den Anschein hat, als ob wir gar nicht hinterherkommen mit Trainer ausbilden und mit Studio eröffnen, weil die Nachfrage von den Kundenseiten draußen eben da ist. Und das zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, dass die Methode funktioniert, mal einfach pauschal in den Raum geworfen. Und da gilt es jetzt aber trotzdem noch deutlich mehr Ausbildungsqualität reinzubekommen, weil je größer der Markt, umso mehr Trainer sind auf dem Markt dann draußen tätig. Und die Entwicklung hier von meiner Seite ist einfach, dass noch Schulungsbedarf da draußen da ist. Freue mich da aber auf offene Ohren zu stoßen. Und das ist so die aktuelle Marktsituation. Natürlich noch bekannt, dass dann auch mehr Hersteller auf den Markt kommen und andere Business-Systeme, wo es mich dann auch mal interessiert, hinter die Kulissen zu schauen. Und dann eben zu schauen, wie geht es weiter in den nächsten Jahren, was erwartet uns. Kleiner grober Abriss, also Dynamik ist da, Wachstum ist da und das Potenzial scheint auch definitiv da zu sein, es in einer positiven Richtung weiterzutreiben, den Markt bzw. wird sich weiterentwickeln. Wir haben im Vorfeld ja auch von euch ein bisschen, liebe Zuschauer, liebe Gäste, mal abgefragt, was interessiert euch, was sind so die Themen, für die ihr euch gerne öffnen würdet, wo ihr gerne einen Input hättet. Eines war bestimmt auch der Punkt, wohin geht es eigentlich noch, was gibt es an Konzepten, was ist so der nächste Schritt, was kann im Bereich EMS noch alles weiterentwickelt werden. Frank, da stehst du so ein bisschen auch dafür, glaube ich. Das haben wir auch in der Pause vorher kurz mal diskutiert, dass es da einfach Entwicklungen gibt, die in das Thema EMS, das es ja schon seit etlichen Jahren eigentlich gibt und jetzt seit den letzten 3 Jahren relativ stark boomt, aber durchaus noch eine sehr große Dynamik hineintransportiert wird oder einfach passiert. Was ist das für ein Bereich? Genau, also ich sehe es so ein bisschen an meinem eigenen Beispiel. Also ich habe EMS bis vor 4-5 Jahren am Rande des Fitnessmarktes wahrgenommen, war aber für mich immer ein rein therapeutisches Thema. Habe mich dann aber näher mit dem Thema beschäftigt, habe auch die Entwicklung von kabellosen Systemen, von Trockensystemen, von verschiedenen Anbietern ein bisschen angeschaut und mich dann angefangen damit zu beschäftigen und habe dann gesehen, dass da enorm viel passiert oder enorm viel möglich ist. Und ich glaube, dass viele Trainer oder Studios auch aktuell noch auf dem Stand sind, auf dem ich vor 4 Jahren war, dass sie das auch immer noch am Rande wahrnehmen, aber den Schritt noch nicht gewagt haben, dort mal richtig in die Praxis reinzugehen. Ich habe selbst bei vielen Kollegen, also wir veranstalten viele Fortbildungen auch mit wirklich guten Trainern, und da ist es gar nicht mal die Kompetenz des Trainers, ist oft sogar so, dass die mehr wissen, noch eine Abwehrhaltung gegen diese Art des Trainings haben. Und wenn man mit ihnen dann spricht und ihnen das zeigt, dann wird relativ schnell klar, dass die Abwehrhaltung daherkommt, weil sie kein Wissen darüber haben, sondern einfach auf dem Wissensstand von vor 5 oder 10 Jahren dazu sind. Wenn man ihnen das dann näher bringt, dann entwickeln die auch ihre eigenen Ideen und fast jeder hat dann viele Ideen, was mit EMS alles möglich ist.
Und dadurch, dass wir eben jetzt auch in Gruppen trainieren können, dass wir ohne Kabel trainieren können und viel mehr darüber wissen und auch in die Sportarten reingehen können, in die Dynamik reingehen können, gibt es so viele Anwendungsmöglichkeiten. Und ich habe es natürlich dann auch selbst probiert und arbeite sowohl im Bereich Gesundheitsförderung in Firmen damit, arbeite mit Leistungssportlern, arbeite im Fitnessbereich. Und spätestens da sollte man eigentlich dann realisieren, dass sich da neue Kundengruppen ergeben. Also da kommen zum einen Leute, die vorher auch im Fitnessbereich schon was gemacht haben und nutzen dieses Zusatztraining aus. Andererseits kommen Leute auf einmal zu Bewegung, die vorher gar keinen Zugang zu Bewegung hatten, weil schlichtweg, so beschreibe ich es immer, diese Störquelle Gehirn ausgeschaltet wird. Das heißt also, der Impuls geht zum Muskel, der Muskel ist ein Erfolgsorgan. Erfolg heißt nicht unbedingt Trainingserfolg, sondern Kontraktion in dem Fall. Und wenn Muskeln kontrahieren, das haben wir vorhin beim Vortrag gehört, passiert einfach sehr, sehr viel. Und wenn man das mal erlebt hat, dass das funktioniert, ist es auch für Nichtsportler ein richtiges Aha-Erlebnis. Und dann wirkt EMS, und das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste, wie ein Katalysator für ein gesünderes Leben, ganz pauschal gesprochen, weil man einfach anfängt, Sachen zu spüren, zu denen einem vorher der Zugang gefehlt hat, weil unser Gehirn ist ja bei allem der Chef, und wenn das Gehirn nicht will, dann macht man das nicht. Und EMS ermöglicht wirklich einen Zugang zu Bewegung, Gesundheit und Training, der richtig revolutionär ist. Und wir müssen da alle dran arbeiten, dass das auch stärker in den Markt reinkommt. Und leider ist es noch so erlebe ich es immer wieder, dass doch sehr viele auch Leute, die meinungsbildend sind oder auch eigentlich kompetent in ihren Trainingsbereichen sind, einfach noch eine Unwissenheit über EMS haben. Und da müssen wir einfach Aufklärung machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und dann ist ganz vieles möglich und ich werde da zu 100% weiter dranbleiben. Frank, wenn du sagst, du sprichst da Trainer an und die haben dann noch eine gewisse Abwehrhaltung, dann redest du von Athletiktraining, von Trainingen an Trainern anderer Sportarten, nicht von versierten Fitnesstrainer in der Regel. Ich rede von allen, die noch nie selbst EMS-Training gemacht haben und das dürften die allermeisten sein. Es ist aber so, je kompetenter der Trainer sich fühlt, umso stärker ist häufig seine Abwehrhaltung, weil er meint, da irgendetwas zu wissen, von dem er aber keine Ahnung hat. Das ist ein psychologisches Phänomen, dass man dann eigentlich stärker dagegen ist, je weniger man etwas davon weiß, weil man ja, wenn man es dann einsehen würde, dass es doch gut ist, so ein bisschen vorher als Depp dagestanden hätte. Das ist also meine Wahrnehmung. Erfahrungswerte von euch dazu? Ja, häufig ist es nicht die Unwissenheit, gerade manche denken, das kannibalisiert mein bestehendes Business, das EMS-Business. Mhm. Die holen mir vielleicht meine Mitglieder aus dem konventionellen Studio raus und da müssen wir als Hersteller auch Konzepte liefern oder generell die EMS-Branche Konzepte liefern, um beweisen zu können, dass ein EMS-Training im konventionellen Fitnessstudio einen Mehrwert darstellt. Klar, man muss Geld in die Hand nehmen, man muss unter Umständen auch Personal bereitstellen, aber es kann Mehrwert darstellen für die Mitglieder, die heute in ein Studio gehen. Okay, Dominik? Also ich glaube, und da kann mir Sebastian sicherlich auch recht geben, selber als Betreiber, ich glaube nicht, dass der Mensch, der aktuell auf ein EMS-Training reagiert, grundsätzlich jemand ist, der per se auch ins Fitnessstudio gehen würde, sondern wir generieren eigentlich mit dem Thema EMS-Training, und das weiß der Frank sicherlich genauso, das ist das, was er gerade gesagt hat, die Menschen, wo das Gehirn nicht will, Menschen, die vielleicht gar keinen Zugang zu Bewegung bisher hatten und sie kommen über diese Leichtigkeit, die ja auch über die Werbung dann von den ein oder anderen Systemen, die am Markt sind, ja auch gegeben wird, mit einmal die Woche 20 Minuten, das hört sich erstmal nicht nach viel an und sie kommen rein und jeder, der mal EMS-Training gemacht hat, und das ist der größte Teil, der hier sitzt, weiß, das ist gar nicht so faul, das Training, und wer das richtig macht, der wird auch einen Muskelkater erleben und der wird auch merken, dass sein Muskel oder dass er selber was getan hat. Und das ist das, was wir auch aus Feedback von vielen Unternehmern, die wir dann mit unseren Geräten ausstatten, auch hören oder auch von vielen Trainern, die mit unserem System arbeiten, dass sie auf einmal Menschen zum Training gebracht haben, die auf einmal vielleicht sogar dann eine Mitgliedschaft in einem konventionellen Studio bringen. Daher ist diese Kannibalität von... Die ziehen die Leute aus dem Fitnessstudio, glaube ich, eher nicht, weil ich glaube, der aktuell konventionell trainieren wird, der ist dann vielleicht auch so affin, wie der Frank gerade sagt, und sagt, ich möchte das vielleicht gar nicht selber, ich möchte nicht den Impuls aus der Hand geben, der Kontraktion, aber es gibt eben nur noch ganz, ganz viele, und ich glaube, wir sind aktuell irgendwo zwischen 12% und 15% derer, die irgendwie eine Mitgliedschaft in Fitnessstudios haben. Die aktuelle Marktlage habe ich jetzt nicht im Kopf, aber für mich ist das Bild auf der anderen Seite viel, viel interessanter. Das wären dann die 85 oder 87%, je nachdem, welche Zahl man dazu rannimmt, die aktuell ja nicht irgendwie ein Krafttraining machen,
oft auch aus orthopädischen Gründen, wo wir halt mit dem EMS-Thema auch ansetzen können, Rückenprobleme, künstliche Gelenke etc. pp. Oder wie der Professor Dr. Dirk Fritsche gerade gesagt hat, Mensch, in dem Vortrag Menschen, die halt vielleicht konventionell man nicht mehr mit dem Training greifen kann. Und da ist es, glaube ich, eines der größten Themen oder ist das, was uns bei X-Body so beflügelt, dass wir wirklich mit Menschen da auch was an Lebensqualität zurückgeben können, die man vielleicht konventionell nicht mehr hinkriegen kann. Und wir wollen, unser Ziel muss es sein, und da bin ich dann ganz klar beim Philipp, dass wir noch mehr Menschen da reinbringen müssen, noch mehr Menschen dieses Thema erbringen müssen. Deswegen stehen wir auch für breitere Konzepte. Also wir wollen das Thema EMS eben vielleicht nicht mehr nur noch in das Thema 1:1 oder 1:1 Personal Training oder ich selber spreche von 1:2 immer noch von einem Personal Training, was gut handelbar ist. Das ist sicherlich die definitiv beste Variante, das Thema aufzubringen, aber es muss noch mehr Konzepte geben, um einfach vielleicht noch den einen oder anderen auch das Thema EMS nahezubringen und um vielleicht auch in Fitnessstudios Menschen, die bisher nicht auf EMS reagiert haben, sie mal in die Anzüge bekommen und Menschen, die vielleicht auf Kurse und da muss dann halt das Konzept stimmen, die bisher nur Kurse machen wollten, auch zu sagen, Mensch, ich habe da mal Lust dran, ich wollte nie in eine 1:1 Betreuung rein, sondern ich möchte diesen Fun-Faktor Kurs miterleben. Also denke ich mal, durchaus sehr spannende Entwicklung, genau das, was im Markt gerade passiert. Ich glaube, das Thema Sicherheit 1:1, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Jetzt gehen wir so ein bisschen noch in die Konzepte rein. Christian, du bist ja auch einer, der da eigentlich sehr zu Hause ist. Was siehst du denn auf dem Markt, was bringst du den Leuten bei? Auf jeden Fall, und das ist ein Stück weit, ich habe in dem Moment daran gedacht, wo ihr darüber gesprochen habt, das, was Dominik im Grunde ausgesprochen hat, ist, EMS-Training hat ein wahnsinniges Potenzial, richtig, richtig groß zu werden, aber auch in, sagen wir mal, Dimensionen oder in Fällen dann, die vielleicht alle noch gar nicht auf dem Schirm haben. Das sind nämlich genau die Punkte, wie wir es auch im Vortrag gehört haben, ob das Diabetes ist, ob das Implantate, künstliche Gelenke oder eben die Leute, die von allen anderen leider Gottes abgeschrieben werden und sich selber damit abgeschrieben haben, für die ist es quasi, wenn man es jetzt mal so krass formulieren möchte, die letzte Chance, überhaupt noch irgendwie nach vorne zu kommen. Dazu muss es aber richtig kommuniziert werden. Und ich glaube, da sehen wir einen ganz großen Ansatz, eben hier Impulse zu geben, weil das ist ein Klientel, was auf die, ich sage mal, Mainstream-Ansprache nicht unbedingt reagiert. Die sagen nicht, ich brauche EMS-Training. Ja, es steht keiner morgens auf, der vielleicht übergewichtig ist oder der brutale Rückenschmerzen hat, stellt sich vor den Spiegel und sagt, EMS-Training ist das Einzige, was mich noch retten kann. Ja, die suchen nach Lösungen. Und da fehlt es meiner Meinung nach noch an professionellen Ansätzen, das eben auch lösungsorientiert zu kommunizieren. Vielleicht ganz konkret mal, also das ist nachvollziehbar, was würdest du sagen? Was ist denn so ein ganz konkreter Lösungsansatz als Beispiel? Der Lösungsansatz, den ich verfolge, den ich immer am besten finde, ist Positionierung. Ich kann als Studio ganz klar mich positionieren, indem ich einmal eine Entscheidung treffe, welchen Leuten ich konkret helfen möchte. Und das wäre zum Beispiel so eine Positionierung? Das wäre zum Beispiel, ich spezialisiere mich im Bereich EMS auf Rückenschmerzen. Okay. Das heißt, ich entwickle hier wirklich eine Positionierung, mache dann logischerweise auch in Richtung Know-how, Wissen, Ausbildung, Schulung hier den Weg, um mir das dann dementsprechend noch anzueignen, um auf dem Gebiet hier wirklich auch ein Spezialist zu werden. Und das trage ich aber eben nach außen. Dann schreibe ich eben nicht mehr dran, wir machen EMS-Training oder wir nehmen jeden, der kommt, sondern wir stehen ganz klar für das Thema Rückenschmerzen. Mhm. Ja, bei uns, wir sind Spezialisten für Rückenschmerzen in Verbindung mit EMS-Training. Dirk, Mediziner, klar jetzt nicht fokussiert auf Rückenschmerzen, sondern auf andere Bereiche des Körpers, aber sagen wir mal, die medizinische Seite bei der ganzen Sache, ist das ein heikles Thema oder ist es eines, was eher eine Indikation bedeutet? Wie würdest du das betrachten? Also zunächst, nebenbefundlich war in unseren ganzen Studien hat immer wieder eine Rolle gespielt, dass die Rückenschmerzen bei den Patienten nahezu komplett eliminiert waren. Das war nicht primäres Ziel unserer Untersuchung, aber das ist halt ein Fakt. Als Mediziner muss ich ganz klar sagen, die Studienlage hinsichtlich EMS ist so reif geworden, so umfangreich geworden, dass wir oder ich für viele Krankheitsformen, für viele Krankheitsbilder, für viele Patienten EMS uneingeschränkt empfehle. Dazu gehören eben Patienten, die von ihrer Herzleistung her eingeschränkt sind, wenn man die Kontraindikationen bedenkt.
Dazu gehören orthopädische Patienten, die aufgrund ihrer Schmerzsituation oder aufgrund ihres Implantates gar nicht mehr richtig trainieren können. Dazu gehören Diabetiker, Hypertoniker und. Dazu gehört aber auch der 50-jährige Anwalt, der es 15 Jahre lang verschlafen hat, sich sportlich zu betätigen und jetzt wieder den Wiedereinstieg gehört. Also der schlicht gesagt der Kreis älterer Menschen, die lange für die berufliche Karriere unterwegs gewesen sind und jetzt wieder ihren Körper in Form kriegen möchten. Das sind genau die, neben vielen anderen, die ich jetzt nicht erwähne, die vom EMS-Training unbedingt profitieren. Und ich glaube, in Teil 2 der Frage war Sicherheit und ja, beziehungsweise die medizinische Komponente an sich, ist es eine Sache, die jetzt im EMS-Studio und auch im Fitnessstudio behandelt werden kann und so. Gut und nochmals gut kann ich dazu nur sagen. Und das, was gelegentlich eben in den Medienhaufen runterkolportiert wurde, Kreatinkinase-Anstieg, Laktatanstieg, ja, das sind doch gewünschte Eigenschaften nach einem Training, egal nach welchem Training. Das ist ja der Trainingsreiz. Nur ist der Grad eben beim EMS-Training ein etwas schmalerer, hinsichtlich der Möglichkeit, sich eventuell zu überlasten. Und dann ist natürlich die Kreatinkinase-Anstieg etwas unerwünscht. Aber nach meiner Beobachtung und nach Analyse der publizierten Fälle sind das ausnahmslos eben Fälle, die aufgetreten sind in Kombination geballte Inkompetenz eines unerfahrenen Trainers und natürlich die geballte Unerfahrenheit eines Trainierenden. Dann könnte sowas auftreten, größere Nierenschädigungen, größere andere Adverse Events sind beim EMS-Training niemals aufgetreten, niemals an keiner Stelle in der Welt beschrieben. Und ich denke, die Aussage ist berechtigt, dass EMS-Training zu den sichersten Trainingsformen überhaupt gehört. Herzlichen Dank, das ist mal eine Aussage. Sebastian, vielleicht du mal noch zu dem Thema Anwendung, in welcher Form das denn stattfindet. Wir haben gerade eben gehört, sich fokussieren, sich spezialisieren, um die Zielgruppen direkt anzusprechen. Dazu gehört ja dann auch noch eine gesteigerte Kompetenz. Wo siehst du die größten Anwendungsbereiche aktuell oder auch für die Zukunft? Eher im Sportlichen tatsächlich unterstützen, vielleicht auch für andere Sportarten oder einfach nur als Einstieg in die Fitness, vielleicht auch für Gruppen, die sowas sonst gar nicht mehr können, weil sie gehbehindert sind oder sonst irgendwas. Wo siehst du denn nur die größten Anwendungsbereiche? Die Anwendungsbereiche sind völlig vielfältig bei Spezialisten. Und das habe ich rausgehört, der Meinung bin ich genauso. Jetzt ist die Frage, wann bin ich Spezialist, einen Diabetiker zu trainieren? Wann bin ich Spezialist, einen Herzkunden zu trainieren? Und da kommt die Antwort jetzt eigentlich relativ nahe, dass ich mich mit dem Thema eben auf gesundheitlicher, medizinischer Ebene dann eben aus- oder fortbilden muss. Ich bin Trainer, ich bin kein Therapeut und auch kein Mediziner. Deshalb werde ich mich hier leider nur auf den Trainingsbereich beziehen können. Und ich stehe auch hinter den Kontraindikationen bei den Trainern, weil die meisten Trainer eben keine Mediziner und keine Therapeuten sind. Vielleicht da ein Denkanstoß darunter, dann auch bei den Kontraindikationen mal zu differenzieren, ja, dass Mediziner und Therapeuten mehr dürfen wie Trainer. Und dann sind wir wieder im Spezialisierungsbereich und dann sind wir auch in dem Bereich, wo das Training qualitativ auf dem gleichen Stand, wie es jetzt ist, bleibt. Denn jetzt gerade ist der Markt relativ klein. Wir haben sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen, die meines Erachtens auch gar nicht so unrelevant dafür sind, dass wir noch keine großen Problematiken gesundheitlich haben. Je größer der Bereich wird, je mehr Kunden trainieren, umso höher ist das Risiko, dass mal etwas passiert. Vor allem, wenn wir jetzt hier diskutieren, die Kontraindikationen zu lockern. Dann steigt das Risiko und dann bin ich gespannt, wenn wir in 5 Jahren uns diese Show nochmal anschauen, ja, was in den nächsten 5 Jahren passiert und in welche Richtung es gegangen ist. Heute können wir es nicht sagen. Und ich freue mich auf ganz tolle Studien, ja, die in der Zukunft rauskommen. Und dann kann man auch vielleicht sagen, wenn wir wissen, was passiert, welcher Markt, welche Spezialisierungsnische macht wirklich Sinn und ist frei von Risiken, dass wir eben weiterhin sagen können, da bin ich ganz der Meinung auch, wir sind einer der sichersten Sportarten, ja, die es gibt. Und das soll aber auch in Zukunft so bleiben, weil sonst tun wir unserer Grundberufung, Menschen da draußen mit ihren Problemen zu helfen, einfach nicht gut. Und deshalb bin ich eher ein konservativer, herangehender Trainer, der da weiß, was er tut und das auch gerne beibehalten würde und das auch so an meine Schulungsteilnehmer weitergibt und auch in der Zukunft so weitergeben wird. Danke, Sebastian. Also ich denke mal, da werden wir
eben nachher nochmal drauf kommen. Ich merke schon, ihr schaut alle mit den Hufen, ihr wollt es da in die Kontroverse zu. Machen wir auch noch. Ich würde aber trotzdem gerne noch mal ein bisschen, habe ich auch rausgehört von den Gästen, zu hören, wo macht es denn Spaß? Wo kann man Gas geben? Also wo kann man sich weiterentwickeln? Wo wird EMS mit großem Erfolg eingesetzt? In welchem Bereich wird es am besten angenommen? Also jetzt im Sportlichen, nicht im Medizinischen, man ja. gehört. Ja. Der Trainerjob ist im Prinzip, man kann sich's vorstellen, wie ein Surfer auf seinem Surfbrett im Meer auf einer Welle. Und ich sehe so meine Aufgabe als Welle, ja, den Kunden zu tragen. Das Brett könnte jetzt in dem Fall das EMS-Training sein, ja, und den Kunden weiterzubringen. Und wenn man dann merkt, der Surfer lächelt, ja, dann schicke ich gern die nächste Welle hin und her. Also ich bin da als Trainer und habe dann auch Spaß an meiner Arbeit, wenn ich merke, dass ich dem Kunden auf einer Wellenlinie dann auch weiterhelfen kann und wenn ich auch was vom Kunden zurückbekomme. Und das ist völlig egal, ob der Kunde jung, alt, dick, dünn, weiblich, männlich, sportlich, unsportlich, am Anfang motiviert, unmotiviert ist. Wenn ich etwas verändern kann, dann macht es Spaß. Völlig weg von irgendwelchen Zieldefinitionen oder von irgendwelchen Spezialisierungen. Und ich glaube, so geht es uns alle. Wenn wir merken, das, was wir machen, das fruchtet, wenn ich kompetent bin, ja, dass es dann eben auch wirkt, dann macht es Spaß, dann publiziere ich das weiter, dann wächst mein Kundenstamm automatisch, weil derjenige, wo Erfolg hat, wird es weiterbringen. Und das ist das, warum ich den Job eigentlich auch sehr, sehr gerne mache und mir auch nicht vorstellen könnte, den Job auch irgendwann zu beenden. Wir haben es vorher schon gehört, es nimmt ein komplettes Leben ein, 99%, habe ich so das Gefühl gehabt. Vielleicht, Dominik, vielleicht kannst du noch, du hast ja, nämlich bist auch ein emotionaler Mensch und weißt, du siehst auch diese schönen Dinge, die passieren eigentlich. Wo entwickelt ihr euch hin? Man sieht ja immer mehr Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Fitnessangeboten und was ist so das, was am besten gerade in die Zukunft reinragt an Konzepten, wie EMS eingesetzt werden kann und wird später mal? Also aktuell ist sicherlich das erfolgreichste Konzept am Markt immer noch das Training mit einer 1:1 oder 2:1 Lösung, das ist völlig klar und ist sicherlich auch das, was ganz am Ende, und das müssen wir dann auch wahrscheinlich auf jede Trainingsform runterbrechen, wenn wir über den Kundenerfolg und das Kundenlächeln sprechen, bei jedem Thema ist. Das heißt, ich kann jedes Training mir annehmen und wenn ich das in einer 1:1 Lösung mache, werde ich wahrscheinlich erfolgreicher sein, als wenn ich das in einer 1:32 Lösung mache als Kurs. Also ich kann den Cycling-Kurs mit einem persönlichen Cycle-Trainer machen oder ich kann das vielleicht in einer Gruppe machen und dann ist es sicherlich vielleicht nicht so individuell wie in einer 1:1 Situation. Das ist völlig klar und nochmal, für uns ist es wichtig, dass wir zum einen natürlich das Thema Sicherheit immer im Auge behalten, aber dass wir halt auch für die verschiedenen Lösungen, die der EMS-Markt bieten kann, einfach auch Antworten mit unseren Systemen bieten können, dass wir also unser Produkt so weiterentwickeln und ständig weiterbringen, dass wir da also auch vielleicht auf Märkte, die wir heute noch nicht sehen, nehmen können. Ich nehme mal ganz gerne mal ganz früher was Stand der Wissenschaft, dass man Menschen nicht über 25 Stundenkilometer beschleunigen kann, weil man dann geglaubt hat, er würde sterben. Das war doch noch bevor die Bahn, die Eisenbahn gefahren ist. Ich glaube, heutzutage wissen wir alle, dass das ist auch schon auf 25. Ja, das ist auch auf 26 km/h überleben. Das kann man sicherlich nicht 1:1 auf das Thema EMS-Training runterbrechen. Und es hat auch da Studienlagen gebraucht. Und da bin ich absolut bei Sebastian, dass wir das mitnehmen. Aber ich glaube, dass das Thema EMS noch so viel mehr kann. Deswegen versuchen wir auch gerade mit kleineren Universitäten, gerade mit der Belgischen Universität in Wuppertal zum Beispiel, ein bisschen mal zu erforschen, Mensch, was geht außer den 85 Hertz oder 80 Hertz, die aktuell sicherlich 90% oder 95% der Anwendung begehen, was gibt es da noch? Und es gibt ja schon die ersten Systeme, die, also für uns ist das Thema 7 Hertz oder vielleicht auch darunter sehr, sehr interessant, dass wir also in diesem Stoffwechselmodus, der in der EMS-Branche mal so gerne benannt wird, auch das Thema dynamisches Training rausbringen. Wir haben ja auch schon seit 2016 ein System am Markt, das hatte ich vorhin schon angesprochen, wo wir halt auch kabellos trainieren können. Das Kabellose machen wir nicht, um jetzt irgendwie total wirre Sachen zu machen, aber weil wir auch sehen, da bin ich auch beim Frank, dass die Kombination mit dynamischen Bewegungen einfach mehr Sinn macht, um einfach auch die Muskelketten mitzunehmen, um einfach auch dem Kunden dann auch vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß daran zu bringen, wenn er längerfristig dabei bleibt. Deswegen haben wir mit verschiedenen Partnern schon Kooperationen geschlossen, um halt auch das Thema funktionelles Training in Anführungsstrichen so ein bisschen damit einfließen zu lassen. Und ja, für uns ist das ein
ein Feld, was einfach, wo wir sehen, wir müssen einfach da den Kunden vielleicht auch nochmal über ein bisschen Bewegung mehr reinbringen. Und dann auch das Thema Stoffwechseltraining, da wissen wir alle, dass der das anwendet, der das mal gemacht hat, sieht auf einmal, dass man auch den Menschen vielleicht im Bereich der Körperformung mit einer ganz, ganz geringen Belastung, wo wir niemals über CK-Werterhöhung sprechen würden, also das sehr, sehr gute Dinge tun können. Vielleicht kann es auch ein erstes Training mal sein im EMS-Training, dass man sagt, Mensch, wir arbeiten mal nicht auf das Thema Kraftzuwachs, sondern erstmal, wir aktivieren den Muskel mal mit dem 50-jährigen Anwalt, der seit 15, 20 Jahren mal das Thema Sport nur aus dem Fernsehen kannte. Und das kann ein Thema sein, also das ist etwas, wo wir uns mittlerweile ganz, ganz stark sehen, aber auch, und das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, für uns, um das Thema breiter zu bringen, wir haben unser System mittlerweile auch so aufgestellt, dass wir mit bis zu 6 Personen, also wir begrenzen diese Gruppe schon ganz, ganz klar, weil es dann irgendwann schon absolut unübersichtlich wird in der Gruppe, dass wir aber auch da im Kleingruppentrainingsbereich wunderbar was machen können. Wir haben bei uns im System die Möglichkeit, über einen virtuellen Trainer Trainingspläne selber zu bauen und diese dann über ein Wiedergabemodul ab Fernseher, Beamer etc. pp. Abzugeben, sodass der Trainer sich während des Trainings eben nicht mehr auf das Zählen der Wiederholung etc. pp. Konzentrieren muss oder was mache ich als nächste Übung, sondern der Trainer kann wirklich die ganze Zeit sich voll und ganz auf den Kunden konzentrieren. Der Kunde selber trägt ein kleines tragbares EMS-Gerät am Körper, sodass er auch jederzeit Eingriff darauf hat und das sofort lösen kann, so wie es in irgendeiner Form zu Komplikationen kommen könnte. Und wir haben da jetzt die Erfahrung gemacht, wir haben mehrere Studios ausgestattet. Der längste läuft seit Anfang 2016, seit Dezember 2016 damit. Und da gab es bisher keine Zwischenfälle. Wir haben sicherlich auch nicht diese Spitzenbelastung, die wir sonst im EMS-Training haben. Also dieser Effekt geht da so ein Stück weit verloren. Aber vielleicht müssen wir diese Kröte schlucken und haben wir dafür als Reaktion in EMS-Anlagen, also in Fitnessanlagen, wo das positioniert wurde, das Feedback, dass viele Menschen einfach das nochmal als zusätzliches Training machen, als kleinen Kurs. Die haben riesen Fun dabei. Wir zeigen das ja auch jedes Jahr, jetzt seit 2 Jahren auf der FIBO. Und jeder, der es da mal probiert hat, merkt einfach. Und jeder, der da mal die Leute, die das gemacht haben, mal anspricht, wie war es denn, kriegt ein ganz, ganz tolles Feedback. Und auch das kann ein Weg sein, wie das Thema EMS vielleicht in Zukunft auch nutzbar ist. Aber sicherlich wird auch für uns ist der Fokus, wir begrenzen die Menge auf eine Stückzahl. Wir haben uns da auf 6 Personen begrenzt, weil mehr dann ab wirklich dann doch die Gefahr besteht, dass es dann nicht mehr handelbar wird. Jetzt kommen wir so langsam in das Thema Sicherheit rein. Du sagst, okay, ihr setzt ein Limit bei 6. Es gibt andere, die sagen, Limit ist bei 2. Du hast gesagt, eigentlich wird es der Markt regeln. Es kommt darauf an, letztendlich, wie der Trainer qualifiziert ist. Ich glaube, die Kombination mit Functional Training, Frank, deine Hauskompetenz eigentlich, ist auch höchst spannend. Sicherheitsaspekte. Wie relevant sind die? Sind die zu diskutieren? Oder können wir sagen, naja, also das ist alles doch eigentlich nur Windmacherei? Was ist da gerade aktuell der Stand? Ja, sehr, sehr große Frage. Ich habe aber jetzt mehrere Antworten im Kopf, deswegen versuche ich es gerade zu strukturieren. Also Sicherheit ist natürlich immer wichtig, überall, nicht nur beim EMS. Zwei Sachen möchte ich einmal kurz anmerken, bevor ich genau darauf antworte. Das eine, als ich noch studiert habe, haben wir unterschieden zwischen Trainingslehre und Bewegungslehre. Ich glaube, das gibt es heute auch noch, aber etwas bedingter. Mit Bewegungslehre hat EMS, glaube ich, gefühlt nichts zu tun. Ich habe es zumindest außer bei meinem Training, bei unserem Training, noch nie irgendwas gesehen, sondern es ist eher so, man trainiert den Muskel als Organ, dann gibt es Effekte auf andere Systeme, das ist, wo der Dirk sehr stark mitarbeitet, die gesundheitsrelevant sind. Was wir machen mit diesem Thema dynamischem EMS-Training, wir versuchen quasi, dieses Tool, also dieses technische Tool, einen Muskel von außen zu aktivieren, was zu Ergebnissen führt, auch mit statischen Nichtbewegungen, mit Bewegung zu koppeln. Weil wenn Bewegung dazu kommt, und da weisen ja auch alle Ergebnisse darauf hin, dass der Effekt vermutlich um 30% noch höher liegt in allen Bereichen, dann kommen neurologische Verknüpfungen mit dazu, dann kommt das Fasziensystem dazu, dann kommt das Nervensystem dazu. Da ist es einfach ein wesentlich funktionelleres Training, das ist ja eigentlich meine eigentliche Expertise, wie man mit Bewegung das machen kann. Und da sind wir eben so aus dem klassischen Fitnessbereich mit Krafttraining, mit Geräten, Unterteilung, hier ist Cardio, da ist Kraft, da ist Flexibilität, so ein bisschen weg. Und deswegen ist das für mich gerade im Training so eine optimale Welt. Also, dass ich funktionelle Bewegungen mit Muskelkrafttraining, Ausdauertraining und diesem technischen Tool
kombinieren kann. Zum Thema Sicherheit. Ich mache das jetzt seit 4 Jahren. Ich habe jetzt also noch nie irgendeine Komplikation gehabt bei diesen vielen tausend Trainings. Ich habe mit bis zu 8 Personen schon trainiert, würde ich nie mehr machen. Also einfach, ich war zu dem Zeitpunkt noch unerfahren, diejenigen, die es gemacht haben, waren unerfahren. Wenn ich mir jetzt meine 8 erfahrensten Kunden raussuche, ist das ein komplett sicheres Training. Das würde ich so empfinden, das würden die Leute so empfinden, weil ich weiß, wie es funktioniert, die Leute wissen, wie es funktioniert. Die würden sich wahrscheinlich sogar alleine sicher trainieren, bin ich mir fast sicher. Also von daher muss man immer schauen, was erzeugt den Effekt und was bringt das Risiko rein. Ja, dass die Geräte sicher sein müssen in irgendeiner Form, davon gehe ich aus als Hersteller oder als Trainer, das muss einfach gewährleistet sein, sonst würde ich nie damit arbeiten. Dass der Trainer sein Handwerk versteht, davon geht der Kunde aus, der Hersteller wünscht es sich, setzt es aber nicht immer unbedingt als Pflicht ein, wenn jemand sowas haben will. Und dann muss man schauen, wo ist das Sicherheitsrisiko? Wo entsteht das? Entsteht das durch die Größe der Gruppe? Vielleicht, aber wo? Ab 2, ab 4, ab 6, ab 8, ab 10? Es kommt drauf an, wie gut, wie erfahren die Leute dann sind, was das technische System leisten kann. Sicher ist irgendwo für den Trainer einfach eine Grenze gesetzt. Ich kann nicht mehr 8 Leute gut kontrollieren. Aber wenn die gut sind, muss ich vielleicht gar nicht. Wenn die Intensität auch selbst steuern können, was sie ja mit können. Weil interessanterweise, viele haben vielleicht mit dem System noch nicht trainiert. Wir haben beim EMS eigentlich folgende Situation. Hier ist der Mensch, der hat den Anzug an, da ist der Trainer. Der Trainer steuert die Intensität und braucht die Rückmeldung des Übenden. Ich spür's. Zu viel. Also das heißt, das geht über so eine Schlaufe des Trainers durch den Mund oder durch die Augen, durch Schreien, Lachen, sonst irgendwas raus. Wenn der Kunde selbst, und das spricht zum Beispiel auch, dass das Home-System sicher sein können, selbst mit einem Fingertipp die Intensität verändert, dann spürt er das in Nanosekunden schnell, was da genau passiert. Und kein Mensch würde sich da überlasten. Das würde der Trainer viel eher, weil er das ja mit einer zeitlichen Schlaufe hat und auch die Rückmeldung ja erstmal irgendwie über Schweiß, rote Augen oder sonst irgendwas rauskommen muss, weil die Kunden das teilweise gar nicht mehr selbst so gut artikulieren können. Aber wenn man das selbst macht, ist meine Erfahrung, dann funktioniert das super. Und die Leute werden da wirklich richtig gut mit. Und der Trainer, wenn er dazwischen geschaltet ist, muss sich da auch reinarbeiten. Also ich sehe diese, aus meiner Praxis diese Sicherheitsproblematik nicht. Ich würde jetzt gerne kurz Dirk dazu fragen nochmal und dann natürlich auch den Sebastian, der da ja gerade im Bereich Sicherheit auch eine große Expertise hat. Also ich sagte ja schon, EMS-Training ist aus meiner Sicht eigentlich eine der sichersten Sportarten. Sicherheit kann man generieren durch Wissen, durch perfekten Umgang, durch Ausbildung und so weiter. Ansonsten würde kein Paraglider oder kein Taucher auch wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückkehren, wenn er das System, das Trainingsgerät nicht begriffen hätte. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Verbote oder Indoktrination, du darfst nur 1:1 machen, weil das ist jetzt so oder ich will das so, das wird am Markt sich nicht durchsetzen lassen. Es wird verschiedene Varietäten geben. Der eine bevorzugt das, der andere bevorzugt das. Große Gruppen aus meiner Sicht werden sich genauso wenig durchsetzen, weil die Kundenadhärenz dann nicht mehr da ist, wenn sie alle unterfordert da rumspringen. Das wird nicht kommen, ich bin da überzeugt. Aber lassen Sie es uns probieren. Ich will da keine Richtung vorgeben, sondern erfahrungsgemäß wird sich das innerhalb von 1-2 Jahren eben durchsetzen. Wichtig ist Ausbildung auf beiden Seiten, Trainer und Trainierender. Sebastian. Das kann man jetzt alles so sehen. Man kann auch es genau andersrum sehen. Und ich bin relativ nah an den Trainern und auch an den Endkunden Erlebnissen dann dran. Ich erlebe es teilweise in Schulungen, dass Trainer zu viel machen, ja, in Form dann, okay, jetzt sind noch 3 Minuten auf der Uhr, lass uns bitte abbrechen jetzt hier, ja, es ist genug. Ja, auch das ist ein Überlastungsthema und ich sehe eine Riesengefahr da drin. Es tut mir leid, dass ich da widersprechen muss. Ich bin selber Trainer. Du siehst worin eine Riesengefahr? In der Überlastung und in der Überschätzung, wenn man es zum einen selbst einregelt. Ja, da habe ich ganz andere Erfahrungen, weil man einfach in einem anderen Modus ist. Zum anderen muss man wissen, dass der Körper beim EMS-Training eine komplett andere Reaktion zeigt, weil die inhibiotischen Einflüsse gestört sind als beim normalen Training. Wenn ich im Fitnessstudio bin und ich habe eine 10-Kilo-Hantel in der Hand und ich schaffe die 9. Wiederholung nicht mehr, ja, dann sagt mir mein Gehirn, ich kann das jetzt noch 10 Minuten probieren, aber ich werde es nicht schaffen, weil der Muskel limitiert.
und ich setze sie ab. Und genau das passiert beim EMS-Training nicht. Wenn ich das EMS-Gerät auf 3 Stunden und 29 Minuten stelle, dann kontrahiert mein Muskel 3 Stunden und 29 Minuten. Und wenn ich dann noch sehe, die gut aussehende Blondine hinten im Eck schaut immer noch, dann stelle ich mir das Gerät nochmal auf 3 Stunden 29 Minuten ein und der Muskel wird es weitere 3 Stunden und 29 Minuten tun. Ja? Die Folgen davon bekomme ich erst später. Das ist der eine hohe Risikofaktor. Und aktuelle Studien bzw. die aktuelle Lage zu den Sicherheitsbestimmungen, nicht mehr wie 2, ja? Immer im Beisein mit einer anderen Person, die kommen nicht von ungefähr, ja? Die basieren auf gerade so wie es angewendet wird draußen eben auf den Erfahrungen. Und ich bin sehr froh, dass wir die haben und stehe da auch dahinter. Es gibt Hersteller, die auch Geräte an die Endverbraucher kaufen, die dann zwangsweise irgendwann mal alleine sind, natürlich nach einer Einweisung, nach Schulungsmaßnahmen. Wie denkt ihr über diese Entwicklung, diese Situation? Zunächst, Sebastian, deine Meinung. Seht mal nach, teile ich nicht ganz zu 100%. Zu 100%. Ja, wir als Gerätehersteller, wir sind vielleicht voreingenommen. Wir setzen auf die Beratungsqualität, ganz klar. Es gibt gute und schlechte Trainer, egal ob die im EMS-Studio stehen oder in einem konventionellen Studio stehen. Die müssen richtig ausgebildet werden von den Herstellern, unter anderem. Und durch unabhängige Schulungsanbieter wie Luca zum Beispiel und andere. Wir versuchen unsere Kunden, auch die Endkunden, die wir haben, wir vermieten das Gerät an Kunden, Privatkunden nach Hause, die Informationen mitzugeben. Wir bieten Workshops an, online basiert auch. Wir haben Trainingsvideos. Und das ist unsere Aufgabe, nicht nur die Endkunden zu sensibilisieren, auch die B2B-Kunden zu sensibilisieren und die Trainer, die letztendlich an dem Gerät stehen. Wir haben ja dazu auch Entwicklungen im Markt, die ja, gewisse Reglementierung irgendwann mal vorsehen oder langsam in Kraft treten lassen, so nach und nach sukzessive. Wie ist denn jetzt da der Stand der Dinge? Ich rede jetzt von der DIN-Norm oder ich rede von dem neuen Strahlenschutzgesetz. Dirk, sag doch mal ein bisschen was zum Thema DIN-Norm. Du kennst sie, du hast sie gelesen. Es dreht sich natürlich dabei auch um die Frage, was für Risiken stecken dahinter. Das eine ist zu sagen, okay, man dosiert über. Auf der anderen Seite, was kann passieren? Ne? Das sind so die Sachen, die eine Rolle spielen. Und wie soll man auf sowas aufpassen? Also zunächst, lieber Max, möchte ich noch auf Sebastian reagieren. Ja. Wenn er wegen der Blondine, erstmal, es ist schon ein Fehler, 3 Stunden das Gerät einzustellen. Und wenn er dann wegen der Blondine eben nochmal 3 Stunden oben drauf legt, widerspricht das ja jedem gesunden Menschenverstand. Das würde doch ein vernünftig ausgebildeter Trainierender, also ausgebildeter oder informierter Trainierender im Beisein eines vernünftig ausgebildeten Trainers nie machen. Das ist ja genau das, was ich sage. Bildung, Verantwortung ist die höchste Sicherheit, die man sich angedeihen lassen kann. Zum Thema DIN-Norm, ja, es gibt tatsächlich den Entwurf einer neuen DIN, die den Aufbau und die Funktionsweise eines Fitnessstudios im EMS-Bereich darlegt. Uns allen ist diese DIN-Norm im Entwurf auch zugänglich gewesen. Was ich dazu sagen kann aus meiner Sicht ist vor allen Dingen Äußerungen bezüglich der Kontraindikationen für ein Training. Damit habe ich mich auseinandergesetzt und da steht zum Beispiel drin, dass Diabetes oder Hypertonie Schweregrad 1 und 2 Dorsopathien, also Rückenbeschwerden, Kontraindikationen sind für ein EMS-Training. Und da muss ich sagen, aus meiner Sicht haben die Herrschaften vielleicht entweder die gängige Literatur nicht gelesen oder keine Erfahrung oder es gibt andere Gründe, die mir aber nicht bekannt sind. Warum kommt sowas in eine DIN-Norm hinein? Das ist aus meiner Sicht, oder noch ein Beispiel zum Beispiel, da steht drin, dass Patienten mit Herzschrittmachern generell nicht trainieren dürfen, EMS, weil die zugrunde liegende Erkrankung, weshalb der Patient einen Herzschrittmacher bekommen hat, das verbietet. Das ist auch nicht richtig. Und ich finde, abgesehen davon, dass diese DIN-Norm leider nur ein einziges EMS-Fitnessgerät in einer einzigen gängigen
in einem einzigen gängigen Setup beschreibt und es darüber hinaus aber viele, viele andere Varietäten gibt, finde ich, dass diese DIN-Normen, bevor sie denn endgültig erscheint, dringend überarbeitet werden muss. Sebastian, zum Entwicklungsstand. Diese Überarbeitung findet auch statt. Du bist ja so ein bisschen näher dran beim Thema Entwicklung der DIN-Norm. Was ist da der Stand der Dinge? Da muss ich leider widersprechen. Da bin ich nicht mit involviert. Die DIN-Norm ist völlig unabhängig von mir. Mhm. Und auch alles weitere damit Arbeitende, ja gerade was Gesetze dann angeht, wird in Berlin entschieden. Das ist Politik, da bin ich nicht mit drin, es tut mir leid. Okay, aber bei der, du hast da schon Informationen dazu gehabt, auch was das Thema TÜV spielt ja auch eine Rolle, vorgelagert. Was sind da jetzt gerade die Bestrebungen, was passiert denn da? Wird da daran gearbeitet, ja oder nein? Weißt du da was davon? Nun ja, grundlegend kann ich auch nur Vermutungen aufstellen und der EMS-Markt wird größer. Es gab ein paar Klagen in der Vergangenheit, die aber, sehe ich genauso, alle unbegründet waren. Das wäre mit jedem anderen intensiven Training genauso passiert und war auch definitiv nicht so schlimm, wie es dann publiziert wurde. Und wir hatten immer noch keinen Todesfall oder auch keine bleibenden Schäden von einem EMS-Training. Dennoch wird der Markt größer und jetzt wird es eben gesetzlich reguliert. Ja, und darauf basierend entsteht dann die DIN-Norm daraus, um ähnlich wie im Straßenverkehr dann eben für ein weiteres sicheres Umgehen mit dieser Trainingsmethode zu gewähren. Und draußen hat jeder Fahrzeugführer einen Führerschein in Deutschland oder einen gültigen Führerschein, der sich ausbilden hat lassen müssen. Und dennoch dürfen wir nicht auf allen Straßen, noch dürfen wir es auf ein paar Straßen unbegrenzt fahren. Ja, aber nicht ohne Speedlimit in Innenstädten, in 30er-Zonen dann eben die Autos, obwohl sie mehr könnten, dann eben benutzen. Und da funktioniert es sensationell gut. Trotzdem auch mit Unfällen. Ja, und das passiert jetzt eben gerade im Fitnessbereich und unterstützt da auch voll und ganz die Meinung, dass wir da dringend nochmal drüber schauen müssten, denn die Verfassung, so wie es ist, ja, regelt nicht die grundlegenden Problematiken, die es gibt oder die kommen könnten und ist für den Praxisanwender einfach so schlicht und einfach nicht sinngemäß. Also der Grundgedanke ist gut und ein bisschen Nacharbeiten wäre jetzt noch für den letzten Feinschliff definitiv angebracht, damit wir alle davon profitieren und als EMS-Branche da auch deutlich besser und stärker für die Zukunft da rausgehen. Status quo ist ja auch das Strahlenschutzgesetz, ist im Kabinett beschlossen. Man weiß nicht, ob nicht bis zum eigentlichen Inkrafttreten, ich glaube 2020 ist es, 2021. Ende 2020. Sollte es in Kraft, kann natürlich wieder überarbeitet werden, rein theoretisch. In zwei Jahren kann noch viel passieren. Nichtsdestotrotz dreht sich da auch um das Thema Qualifikation, Ausbildung. Ich glaube, das habe ich jetzt hier so rausgehört und nehme es auch so ein bisschen für mich jetzt mal mit, vielleicht für euch ja auch. Das Thema Qualifikation ist eigentlich die beste Sicherheitsmaßnahme. Höre jetzt aber hier auch ein bisschen raus, dass man sagt, okay, Qualifikation der Trainer, ne? Auf der einen Seite, weitergehend auch der Trainierenden. Und da ist natürlich die Frage, kann das alles so gewährleistet werden? Im aktuellen Strahlenschutzgesetz wird da, glaube ich, sehr viel eingefordert, was Qualifikation angeht. Und da ist die Frage, schafft es der Markt, diesen Vorgaben nachzukommen? Gibt es überhaupt schon geregelte Wege, wie das qualifiziert werden kann, wie geprüft wird und wie kann man das dann erreichen? Könnt ihr was dazu sagen? Ja, Sebastian. Zuerst mal das Positive an dieser ganzen Geschichte. Und am Anfang war auch so ein bisschen Stirnrunzeln und was passiert da jetzt? Warum wird in der Fitnessbranche gerade EMS-Training unter solchen Voraussetzungen gestellt? Und mittlerweile freut es mich, denn wir haben damit die einmalige Chance, mal komplett im Fitnessbereich uns abzuheben und auch dem Endkunden da draußen zu signalisieren, wenn man in ein EMS-Trainingsstudio geht, das gewerblich arbeitet, ja, hast du komplett ausgebildete Trainer. Und das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, auch den Markt noch mehr rauszuarbeiten, denn das hat man nicht in allen Fitnessstudios, das ist nicht gang und gäbe. Und das ist das Positive. Die Herausforderung natürlich, in der jeweiligen Formulierung gerade, habe ich aber gerade schon gesagt, dass da eben nachgearbeitet werden muss. Und dann wird es eine tolle Sache, wenn das nachgearbeitet ist. Wie sieht es auf Herstellerseite
Also wir haben uns gerade jetzt in der letzten Woche im Bereich des Deutschen Industrieverbandes für Fitnessgerätehersteller zusammengesetzt und haben, war gerade von verschiedenen Herstellern eben genau das ein Thema, dass man eben da die Problematik, die wir einfach sehen aus verschiedenen Seiten, ich denke, da ist Sebastian, geht auch Sebastian d'accord, dass weder DIN noch, das Thema Strahlenschutz wirklich von Experten in irgendeiner Form erfasst wurden. Ich weiß, beim Strahlenschutz saß wahrscheinlich niemand dabei, der jemals mal nachhaltig ein EMS-Gerät bedient hat. Ich möchte sogar sagen, vielleicht saßen da Menschen, die noch nie ein EMS-Gerät aus der Nähe gesehen haben. Und die legen die Regeln fest, wie das passieren soll. Und das ist natürlich, es wäre so, als ob ich die Regeln im Straßenverkehr festlegen soll. Ich aber bisher irgendwo auf einer einsamen Insel gesessen habe und ich von Straßenverkehr keine Ahnung habe. Daher wäre es mir eine Freude, wenn Sebastian oder andere wirkliche Experten in diesen Gremien denn auch wirklich zu Wort kommen würden, um halt auch eine vernünftige Umgangsform mit dem Thema EMS-Training zu bringen. Und da stehen wir jetzt gerade als von der Herstellerseite natürlich auch in der Pflicht zu sagen, wir werden gerade das Thema auch herausstellen und setzen uns gerade alle zusammen, dass wir gerade über den Verband halt auch das Thema nochmal wieder ins Gespräch bringen, weil selbst Experten, die aktuell am Markt sind, ja alle den Kopf schütteln. Du, lieber Dirk, schüttelst den Kopf bei den Kontraindikationen. Genau, alle anderen, genau, so alle anderen auch. Also ich weiß, dass sicherlich viele andere, die als EMS-Experten gärteln, da sagen, das ist einfach völlig am Thema vorbei und bringt uns final im Worst Case das Ende eines Themas, womit man vielen anderen Menschen was Gutes tun können, wenn man das Bild ganz, ganz schwarz malen will. So schwarz sehe ich das natürlich nicht, weil ich glaube auch zum Beispiel das Thema Ausbildung, was dort gefordert wird im Strahlenschutzbereich, ist einfach eine Grundlage, wo ich sage, Mensch, auch jeder braucht einen Führerschein. Das ist etwas, was wir seit Jahren forcieren, also auch international, was da die Kollegen der Firma X-Body halt immer wieder schon auch ansprechen. Ich hätte kein Problem zu sagen, Mensch, wir brauchen einen EMS-Trainer-Führerschein, muss man jetzt mal ganz, ganz frei zu sagen. Mhm. Und wenn das definiert wird, macht es am Ende Sinn und dann muss vielleicht der Mitarbeiter geschult werden. Und dann liegt es vielleicht an uns Herstellern auch zu sagen, Mensch, die Schulung, weil wir auch ein Interesse daran haben, dass möglichst viele Systeme am Markt unfallfrei laufen, dass wir diese Schulung entweder sponsoren, ob wir sagen, Mensch, beim Gerätekauf, so wie wir es aktuell machen, sind für zwei Personen eine Schulung mit dabei, um eben das Thema Elektrotherapie mal als Trainer auch ein Stück weit zu verstehen, zu wissen, was passieren da für Abläufe im Körper und wie kann ich das bestmöglich auf mein Training einsetzen, wie kann ich damit was tun, wenn eins wissen wir können vieles oder wir können einiges mit dem Thema EMS-Training, wir können auch viele Sachen nicht, weil wo Licht ist, ist halt immer auch Schatten und das muss man halt immer sehen und wenn man sich da vernünftig, wenn wir da auch von Herstellerseiten vernünftig agieren, kann man da sicherlich auch aus dieser Geschichte was sehr, sehr Positives rausdrehen, weil ich habe per se damit kein Problem. Es sollte nur nicht von Laien und Regeln erstellt werden für einen Markt, der gerade aufblüht und für einen Markt, wo wirklich vielen Menschen auch geholfen werden kann und vielen Menschen auch Lösungen zum Thema Muskeltraining oder auch Bewegung etc. pp. Gegeben werden kann. Und ob das nun in das Allerschizophrenste an der ganzen Geschichte ist, das wird ein Markt reguliert, der im ersten Schritt der trainergebunden erstmal arbeitet. Das heißt, da werden Märkte reguliert, die das tun. Aber zum Beispiel der NVO-Markt wird erstmal gar nicht angegangen. Also das ist natürlich dann schon wieder fast am Thema vorbei. Und auch da kann man sicherlich auch mit bestimmten Regeln, so wie es denn auch die Hersteller, die bisher im NVO-Markt gut unterwegs sind, da gibt es ja einige mittlerweile auch schon, sicherlich auch Geräte vorbereitet haben und auch die Beratung so machen, dass es funktioniert. Und ich weiß, dass die Kollegen der Firma Stimavel auch das Ganze über Rezepte, dass auch Krankenkassen das Thema übernehmen im Bereich Beckenbodentraining etc. pp. Und selbst dann kann es ja nicht ganz, ganz schlimm sein. Man muss halt nur schauen, dass man da vernünftigen Wissensstand auf beiden Seiten schafft. Und auch das kann ein Thema sein, wo alle, das können die Ausbildungsinstitute sein, das können wir Hersteller sein, wo alle ein Interesse daran haben müssen, dass wir einmal Trainer vernünftig ausbilden und da eine Grundlage schaffen, aber auch vielleicht beim Endverbraucher das Wissen, was der Dr. Dirk Fritsche hat, auch mal nach außen bringen und sagen, Mensch, das ist einfach ein Thema, was gut ist, aber wie gesagt, immer Vorsicht wie bei allem. Ich kann jede andere Sportart machen, ich kann mein Leben lang Fußball spielen, im schlimmsten Fall habe ich einen Kreuzbandriss und werde ein Leben lang das Thema nie wieder los und habe immer irgendwas am Knie. Ich kann beim Skifahren mir irgendwas zuziehen, also ich kann, wie wir gerade gehört haben, beim Angeln sterben. Also nichts scheint unmöglich zu sein auf dieser Welt.
Aber der vernünftige Umgang damit ist wichtig. Da müssen die Hersteller dran arbeiten. Deswegen gab es, und das fand ich sehr, sehr schön, dass wir in der letzten Woche da schon den ersten... DFG ist es gewesen. Genau, bei DFG einfach diesen Expertenforum nochmal jetzt weitergebracht haben, weil bisher gab es den auch schon, der ist nicht ganz neu, wurde aber bisher eben dadurch, dass der Markt kleiner war, eben nur von einer Firma bespielt. Mhm. Und mittlerweile gibt es einfach mehr Stimmen und mehr Stimmen bringen in der Regel auch immer mehr Wissen rein. Sicherlich auch mehr kontroverse Diskussionen, aber auch das führt ja in der Regel öfter mal zu einem guten Ergebnis, als wenn man es alleine macht. Dominik, willst du noch kurz was zum Thema Endverbraucher sagen? Ich habe so das Gefühl? Nein? Okay, dann würde ich sagen, ich würde gerne noch mal, oder wolltest du noch was einwerfen? Nein. Nur kurz vielleicht abschließend von dir nochmal das Thema Sicherheit auch nochmal ansprechen. Wie du das auch aus gesundheitlicher, medizinischer Sicht siehst, auch mit der Expertise, der Erfahrungswerten, den vielen Studien, die du gesehen hast der letzten Jahre. Wie ist da die Zukunft? Wie siehst du das bei den Reglements, die jetzt gerade auf uns zukommen? Die Reglements, die gerade auf uns zukommen, da haben wir ja alle erstmal ein Fragezeichen dahinter gesetzt und haben übereinstimmend und zusammen dafür gestimmt, dass die nochmal überarbeitet werden müssen. Mit den Reglements geht es sicherlich schlecht. Ich bin aber positiv und sage mal, die Reglements werden überarbeitet, da wird auch noch viel Vernunft hineinkommen. So, das vorausgesetzt, denke ich, dass EMS sich auch langsam in den Bereich Prävention, Rehabilitation, Therapie hineinbewegen muss. Und ich werde sicherlich keine Gelegenheit auslassen, meinerseits für die Anerkennung dieser Trainingsform durch die Kostenträger zu werben, da Verständnis zu erwecken. Das sind aber Prozesse, die dauern nach meiner Erfahrung über Jahre. Darauf kann man jetzt akut nicht bauen. Erfolg zieht Verbreitung nach sich. Und der Erfolg im Moment wird ein bisschen innerhalb der EMS-Gemeinschaft auch ein bisschen durch kontrovers geführte Diskussionen behindert. Ich gehe aber davon aus, dass wir heute den Startpunkt auch gefunden haben, gemeinsam an einem Strick zu ziehen, um die Methode weiter nach vorne zu bringen. Rein medizinisch, physiologisch ist das wirklich eine gesicherte, fundierte, belastbare und saubere Trainingsform. Herzlichen Dank. Darf ich ganz kurz eben gerade zum Thema Therapie. Wir haben gerade eine Veranstaltung im Therapiemesse gehabt und da darf ich sagen, auch Therapeuten, gerade im Bereich Physiotherapie, kriegen mittlerweile immer mehr den Fokus darauf und verstehen doch immer mehr, dass sie damit nicht nur vielleicht Geld verdienen können, das ist bei Therapeuten nicht immer das größte Thema, aber dass sie damit auch Menschen wirklich helfen können. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, dass je mehr Menschen mit dem Thema EMS auch positiv in Kontakt kommen, desto mehr Möglichkeiten haben wir, das Thema weiter zu verbreiten. Das ist unbedingt richtig, dass es auch dort in die Physiotherapie hineingehört. Aber kein Therapeut würde es auf Dauer durchhalten, wenn er von die Leistung nicht bezahlt wird. Wir haben aktuell eine Möglichkeit, das Ganze auch über das Thema Heilbehandlung abrechnen zu lassen. Zumindest da haben wir ein Produkt, was da eine Zulassung hat. Aber am Ende des Tages bin ich dabei, wir müssen da noch tiefer rein. Und das ist ein Thema, die aber auch dann eine politische Frage ist, die wir als Hersteller wieder nicht mehr lösen können. Nee, das ist dann genau. Nicht die Herstelleraufgabe. Also ich nehme jetzt mal mit, Sicherheit ist, glaube ich, unbestritten ein sehr wichtiges Thema. Die wird unterschiedlich betrachtet, sage ich jetzt mal. Ich glaube, einhändig kann man sagen, Qualifikation hilft. Und da kann man auch vielleicht sagen, viel hilft viel. Also je mehr Qualifikation, desto oder Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung, desto besser. Auch bis in die Ebene der Trainierenden hinein, bis zur Selbstverantwortung, ganz klar. Je stärker man versiert ist in dem Bereich, im Bereich Functional Training sind die Trainierenden vielleicht noch ein bisschen stärker versiert im Fitnessbereich als jetzt der Volkshochschul-Trainierende, sage ich jetzt mal, desto besser. Was ich jetzt auch rausgehört habe, was für mich jetzt fast schon verblüffend war, spannend war, schön war, ist, dass die Technologie selbst eine untergeordnete Rolle spielt. Dass es natürlich Spielmöglichkeiten gibt, Entwicklungen, dass man verschiedene Anwendungsformen hat, aber ob jetzt mit Kabel oder ohne, ob kleine oder größere Gruppe, ist eigentlich, wenn ich das so richtig rausgehört habe, nicht die vorderste Frage, sondern die Frage ist tatsächlich eher das Wie und wie qualifiziert. Finde ich toll.
was ich auch mitnehme, und das finde ich auch eine tolle Anregung, die wahrscheinlich auch nicht hier entstanden ist, sondern vorher schon vielleicht über BFG, ist, dass die Industrie, die Anbieter, die Hersteller sagen, wir gehen in die BÜT, wir gehen in die Verantwortung, wir sind dazu bereit, auch das Thema Qualifikation mitzutragen finanziell, damit das Thema am Markt wirklich sich gut weiterentwickelt, damit nichts passiert, damit es sich weiter breit genutzt werden kann. Das sind alles tolle Fazits. Jetzt würde ich mal sagen, ich spiele jetzt mal den Ball hier in die Runde. Es wurde schon viel gesagt, aber vielleicht sind doch die ein oder anderen Fragen noch offen. Wenn ja, bin ich die jetzt zu stellen, weil hier sitzen Experten, die könnt ihr fragen, natürlich auch später 1:1. Christine Steinle, ich habe seit einem halben Jahr ein EMS-Lounge, also ein Lizenzunternehmen in der Nähe von Frankfurt. Und für mich stellt sich eine der bedeutendsten Fragen, wie kommunizieren wir stärker nach draußen? Also wie geben wir dem Thema EMS eine größere Breite? Weil das Problem ist, glaube ich, wirklich, wie kriege ich die Kunden in mein Studio? Wenn sie da sind, wenn sie am Gerät hängen, sind sie absolut happy. Aber ich muss erst mal reinkriegen. Die klassischen Methoden funktionieren nur eingeschränkt. Natürlich gibt es Facebook-Werbung, das, was wir jetzt mittlerweile alle machen. Aber wie gebe ich dem Thema EMS eine breitere Bühne? Das würde mich interessieren. Das ist die Praktiker gefragt, würde ich mal so sagen. Vielleicht hier im Beratungsbereich oder im Studiobetrieb. Christian. Gibt eine relativ einfache Antwort. Und zwar hab ich die vorhin im Grunde schon benannt. Nichts gegen die Trainingsform EMS-Training. Aber es ist genauso wie, ob das jetzt funktionelles Training ist, ob das Betonkoffer von A nach B tragen ist. Ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist. Hardcore Bodybuilding oder was weiß ich. Es ist letztendlich reden wir hier von einem Mittel zum Zweck. Der Kunde verfolgt ein Ziel. Ja, das heißt, das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, es steht kein Mensch morgens auf, merkt, dass er 20 Kilo übergewichtig ist und sagt, EMS-Training ist das Einzige, was mich jetzt noch retten kann. Das heißt, wir müssen hier lernen, lösungsorientiert zu kommunizieren. Die Leute wirklich da abzuholen, wo ihr Problem ist oder was die im Kopf haben. Das ist ein Stück weit das Drehen dieser Denkweise. Klar, ein Studio, ein EMS-Studio möchte natürlich EMS-Training verkaufen. Es wird aber im Grunde kein EMS-Training verkauft. Es wird eine Lösung für ein Problem verkauft. Und das muss ich stärker kommunizieren. Also die Frage ist quasi jetzt weniger der Inhalt der Kommunikation, sondern welchen Kanal soll man wählen? Ist das so richtig? Nein, wie mache ich das? Ich weiß, dass die Kunden, wenn sie da sind, wenn sie erkannt haben, sie haben ein Problem, bei mir richtig aufgehoben sind. Klar. Also wie kriege ich das viel breiter in der Öffentlichkeit kommuniziert? Weil die Leute, die kommen, sind ja zufrieden. Nur sie wissen gar nicht, dass sie diese Dienstleistung von mir bekommen können. Ja? Also A, die Kanäle, aber B, einfach Negatives wird sehr schnell kommuniziert über breite Kanäle, das Positive weniger schnell. Und das würde ich gerne umgekehrt haben. Das ist. Das wird jeder. Ja, herzlich willkommen. Können wir uns gerne im Nachgang darüber unterhalten, aber es ist wirklich Fokussierung, Positionierung und dann die entsprechende Ansprache. Vielleicht ist es da etwas, was ich heute verblüffend fand, eben das, was der Dirk Fritsche einfach heute auch gesagt hat, Mensch, oder was darüber kam. Ich glaube, diese ganzen Erfolge, die da passiert sind, die müssen alle mehr kommunizieren. Wie gesagt, leider wird auch in der kompletten EMS-Branche aktuell immer sehr viel über Sicherheit gesprochen, etc. Pipi. Nochmal, das Thema ist wichtig, das Thema ist da. Ja. Aber ich glaube, wir sollten im Fokus, und dann haben alle was davon, dann haben die Betreiber was davon, sollten wir mehr nicht über das Thema, was kann alles passieren und hochgefährlich und höchst, sondern lass uns doch mal die Erfolge, die jeder jeden Tag in seinen Studios auch hat, und das macht zum Beispiel, ja, gibt es ja Plattformen, die das ja schon sehr, sehr gut kommunizieren. Also gibt es im Internet ja einen großen, für das Thema EMS-Training eine große Plattform, die da ja schon sehr viele Beispiele für führt. Aber noch mehr wäre es vielleicht auch auf Experten-Ebene, und das würden wir uns auch alle wünschen. Und das war auch ein Tenor von seitens der Industrie, dass wir da noch mehr dran arbeiten müssen. Auch das Thema EMS, das ist ja, kommt ja am Ende auch uns zugute. Das ist ja auch gar nicht mal so verkehrt, wenn der Betreiber mehr Kunden hat und vielleicht im Worst Case sogar noch ein weiteres Studio aufmachen muss, muss er überlegen, er braucht dafür in der Regel auch ein System. Und daran werden wir, das ist am Ende dann auch nicht unser Schaden. Also müssen wir uns auch dafür ein Stück weit mit reinsetzen, dass wir solche Experten nach vorne kehren und sagen, Mensch, klar, es kann was passieren, aber nochmal, das kann, glaube ich, bei jeder Sportart heutzutage, und nichts ist völlig ungefährlich. Die meisten Unfälle passieren dann doch noch im Haushalt. Wir müssen da natürlich schauen, dass wir auch gerade diese positiven Sachen, und das ist dann, glaube ich, eine gesamte Aufgabe, das sind verschiedene Systeme,
das sind ja alle Konzeptanbieter, die es so am Markt gibt, die da einen Vorteil von vorsehen. Das sind wir als von der Herstellerseite, das kann dann auch vielleicht ein Expertengremium sein, das hätte auch einen Fokus, würde auch ausschlagen sich auf die Ausbildung, weil wenn wir dann gut ausgebildete Trainer haben und vielleicht das auch nach vorne kehren, dass jeder Trainer die Ausbildung hat, dass man damit auch wirbt, wenn der Trainer schon mal gut ausgebildet ist, haben wir damit die und die Erfolge erwirtschaftet. Dann hätten alle was davon. Also ich denke mal, zusammengefasst vielleicht fokussieren, also sprich Profil suchen, damit Erfolge letztendlich kommunizieren, Success-Stories sammeln und wenn die so formuliert und aufbereitet sind, dass es spannend ist, es ist ein bisschen Emotionalität, ne? Dann wird auch über das Positive gesprochen. Dann sind wir in diesem Bereich Mund-zu-Mund-Werbung, also das nicht nur über das Negative, sondern über das Positive. Das sind vielleicht so die Sachen. Der Rest ist, denke ich mal, tatsächlich klassisches Marketing, wo man dann sich überlegen muss, welcher Kanal mit wie viel Geld wie bespielt werden muss. Aber wenn man mal über die Inhalte des Marketings denkt, habe ich, glaube ich, jetzt einige gute Ideen und Vorschläge gehört, die beim EMS da, denke ich mal, auch zu Erfolg führen sollten. Ja, sonst noch weitere Fragen? Falls nicht, dann würde ich sagen, haben wir tatsächlich offenbar das meiste hoffentlich abgedeckt, falls hier nicht alle einfach nur Angst haben, was zu fragen, aber ich glaube, da gibt es keinen Grund dafür. Ich bedanke mich ganz herzlich bei natürlich den lieben Gästen hier vorne, den wirklich mit großer Expertise hier und einer sehr großen Sachlichkeit das Thema hier betreut haben, inhaltlich. Bei euch natürlich auch, liebe Gäste, dass ihr hier wart und liebe Zuschauer, dass ihr dabei geblieben seid. Wir freuen uns darüber, dass das Thema EMS eine weitere Dynamik erfährt mit allen möglichen neuen Wegen, Konzepten und hoffen, dass alle, die eine solche Expertise letztendlich haben, ihr, hier die Leute vorne, auch die schwierigen Dinge im Markt, die Regularien, die Politik einigermaßen in den Griff kriegen, weil es wäre schade, wenn so ein tolles Thema in irgendeiner Form an Hürden scheitert, die eigentlich offenbar keine wirkliche Daseinsberechtigung haben. Herzlichen Dank nochmal euch allen und schönen Tag noch. Unterhaltet euch vielleicht draußen noch mal ein bisschen weiter, 1:1 und falls nicht, dann kommt gut nach Hause. Dankeschön.